Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Ohne die scheiß vier Drachen. Jetzt kann ich mich auch Es ist doch super, dass ich mich jetzt teleportieren kann. Im Gegensatz zu gerade eben. Wie hätte man dagegen kämpfen können? Ich bin erst Level 18. Und so. Nein. Weiterlaufen. Und ich brauche unbedingt Heiltränke. So. Hier geht's weiter. Ja. Ist der Erzmäger, steckt dein Zeug weg. Was ihr hier lernt, lernt ihr fürs Leben. Vielleicht sogar für mehrere, wenn ihr Talent habt. Oh. Bitte sagt mir nicht, dass noch ein Schüler verbrannt ist. Ich muss mich gerade schon um genügend Dinge kümmern. Nun gut, ich denke, ihr wärt nicht hier, wenn es nicht wichtig wäre. Danke, dass ihr mich darauf aufmerksam gemacht habt. Tolfdir kümmert sich normalerweise um eure kleine Gruppe, oder? Da er anscheinend beschäftigt ist und ich diese Entdeckung mit eigenen Augen sehen muss, solltet ihr vielleicht damit beginnen, dieses Thema zu untersuchen. Sprecht mit Urak im Arkanaeum. Vielleicht kennt er etwas, das zu eurer Entdeckung passt. Und? Gute Arbeit. Wenn ihr das nächste Mal Nordruinen erforscht, könnte euch das hier womöglich helfen. Ein Stab des Magierlichts. Ja. Also gut. Ja. Ich würde sagen, wir entzaubern mal. Ach, wir können das gar nicht entzaubern. Oh, cool. Dann würde ich sagen. Ach nee, das müssten wir. Nein, ja. Das müssen wir erstmal. Bevor wir das verzaubern, müssten wir das Aufrüstung. Und zwar auf Fein. Damit das geht. Stiefel. Wert. Okay. Gut, Alchemielabor. Wir haben nicht genügend Zeug. Ja. Schade. Wir müssen irgendwo Zeug herbekommen. Ups. So, wo ist der geschätzte Urak? Warte, einmal in den Quests gucken. Einmal speichern, das wäre auch nicht mal schlecht. Zack. Und dann einmal nach den Quests gucken. Ran an die Bücher. Gut. Hier. Nein. Dann nach unten. Genau. Das Arkanaeum. Waren wir nicht da schon mal? Ich glaube schon. Hunderte von Jahren sind in die Zusammenstellung dieser Sammlung geflossen. Sie bleibt so makellos, wie sie jetzt ist. Verstanden? Ja. Ich weiß, was ihr wollt. Neuigkeiten verbreiten sich hier schnell. Hab wohl ein großes Rätsel entdeckt, was?
Ja. Nun, ihr müsst nicht mal fragen. Nein, ich habe nichts für euch. Nicht mehr, jedenfalls. Ich sagte, nicht mehr. Orton stahl einige Bücher, als er zur Festung Dämmerlicht ging, um sich diesen Beschwörern anzuschließen. Es war eine Art Friedensangebot. Ich glaube, einer dieser Bände enthielt relevante Informationen. Wenn ihr sie braucht, werdet ihr mit Orton reden müssen. Nicht genug, um etwas dagegen zu tun. Erzmagier Aaron vertraut darauf, dass derartige Dinge sich von selbst bereinigen. Okay. Mir scheint jedoch, dass ihr euch nun um das Bereinigen kümmert. Viel Glück. Dankeschön, werden wir machen. Nennen wir es einfach eine Meinungsverschiedenheit mit der Akademie. Sie interessierten sich für Forschung, die die Grenzen dessen überschritt, was an der Akademie erlaubt ist. Also wurden sie gebeten zu gehen. Okay. Er war ein Lehrling hier an der Akademie. Nicht besonders geschickt, aber er schloss sich einer Gruppe Magier an, die Gefallen an ihm fanden. Als sie gingen, folgte er ihnen. Er stahl einige Vorräte und Bücher der Akademie, vermutlich um sich einzuschmeicheln. Yep. Wir konnten den letzten Text entschlüsseln, den ihr uns brachtet. Ich hielt es für das Mindeste, dieses Wissen an euch weiterzugeben. Veränderung 3. Also gut. Perfekt, dann würde ich mal sagen, ich guck mal in dieses Buch da rein. Veränderung, Versiegelungsformel einmal gucken. Okay. Und dann habe ich Veränderung 3. Wo ist das? Na, gibst du mir jetzt die... Ich will euch nicht dabei erwischen, wie ihr mit einem dieser Bücher sorglos umgeht. Ist das klar? Ja. Nein. Nein. Warte mal, das kann ich nehmen. Okay, das gehört scheinbar uns. Boah, was die hier für Bücher haben. Gut, ich würde sagen, wir gehen. Ihr da! Ich habe ein paar Fragen an euch. Ihr wart doch in Saartal, nicht wahr? Ich habe gehört, dass dort etwas gefunden worden ist. Das ist mir durchaus bewusst. Bitte, beleidigt nicht meine Intelligenz. Teufdi ist also immer noch dort? Bei seiner Rückkehr erwarte ich einen vollständigen Bericht von ihm. In Saartal wurde etwas gefunden, das wichtig genug ist, dass Teufdi ein neues Mitglied der Akademie allein losgeschickt hat, um es zu melden. Wenn das nicht etwas ist, das jeden etwas angehen sollte, besonders mich. Danke für eure Hilfe. Ihr dürft jetzt gehen. Boah, diese Talmor sind die größten Arschlöcher, die es gibt. Wo muss ich jetzt hin? Ich denke über viel. Die Mächte der Erzmagier. Seid ihr wirklich sicher, dass wir uns unterhalten müssen? Nein. Ich bin mir nur sicher, dass du ein Arsch bist. Wieso sind wir jetzt eigentlich einmal rumgelaufen? Ich glaube, an der Akademie ist es Zeit für einen Führungswechsel. Ah,
Ach, die. Vertraut ihm lieber nicht. Er führt etwas im Schilde. Natürlich führen die meisten hier etwas im Schilde. Aber in seinem Falle ist es nichts Gutes. Ich habe es noch nicht herausbekommen, aber das werde ich noch. Aber er sieht recht gut aus, nicht wahr? Nein, eindeutig nicht. Ist auch schön, dass du über ihn redest, während er dabei ist. So, ich würde mal sagen, wir laufen einmal kurz nach, komm, wie heißt es hier? Wir machen einmal einen kleinen Sprung nach Winterfeste, nein, Weißlauf. Damit wir da unsere Sachen ein bisschen aufrüsten können. Da gab es auch jemanden, der hat uns noch, der gibt uns noch Kampftraining, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, der hatte noch Kampftraining für uns. Das können wir jetzt aufgrund unseres Geldes auch annehmen. Elfenschild, veredelter Mondstein. Gut. Können wir hier irgendwas machen? Zack, Pelzarmschienen. Sonst können wir nichts machen. Okay. Ich sage nicht, dass ich der beste Schmied. Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Wir wollen veredelten Mondstein und vorher wollen wir ein bisschen was verdicken, ne? Und zwar sowas. Sowas. Guck mal, wir brauchen veredelten Mondstein. Da. Nehmen wir mal auch ein paar Dietriche mit. So. Und dann mal gucken. Vergesst nicht auch drinnen reinzuschauen, falls ihr etwas braucht. Ob wir jetzt veredelten Mondstein herstellen können. Nein, aber wir können hier was herstellen. Das ist schon gar nicht mal so schlecht. So. Können wir uns wenigstens ein paar Ringe wieder schmieden. Schmuck. Hallo, Schmuck. Zack. Ja, schön. Haben wir jetzt Level 30 endlich erreicht. Juhu. Kennt ihr meinen Vater? Er ist der Vogt oben in der Drachenfeste. Wir haben keinen veredelten Mondstein. Wieso? Ich helfe meinem Vater. Werft einen Blick darauf. Wieso hast du keinen veredelten Mondstein, den du uns geben möchtest, hm? Das finde ich nicht sehr nett. Oh. Nein, natürlich will ich ihr das dann nicht geben. Wieso hat die so wenig? Die hat nichts. Gar nichts. Dann gehe ich mal. Ihr denkt, dass all der Rat, den mein Vater dem Jarl zukommen lässt, sein eigener ist? Sagen wir einfach, ich berate den Berater und belassen wir es dabei. Raus damit! Also gut. Gut, dann gehen wir mal rein und fragen den Verkäufer, was er hat von veredeltem Mondstein. Willkommen. Wir haben kleine und... Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Naja, wir wollen eigentlich nur veredelten Mondstein haben. Oh, guck mal, da haben wir ihn doch. Ein Stück. Und wir brauchen bestimmt auch ein... zwergischen Metallbarren.
Dann können wir hier auch ein bisschen was verkaufen. Meine Pelze am Schienen. Ach, bei dem können wir nur so Sachen verkaufen. Okay. Schade. Es ist schön, mit euch Geschäfte zu machen. Ja, mit dir auch. So, das bedeutet, mach mir mein Elfenschild. Boom. Wir haben jetzt geiles Schild. Und machen meinen Zwergenbogen. Der hat 26, der hat dann auch 26. Hat aber weniger Gewicht. Ja gut, mach auch mal. Schön. Können wir den ja noch hier lassen. Findet eigentlich jeder etwas. Das hier sieht aus, als könntet ihr eine Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. Geben wir noch einfach noch das Pelzschild. Genau. Und ja, was hat ihr denn hier so? Einhändige Angriffe. Oh, geil. Habe ich denen das alles verkauft? Habe ich dem wirklich die geilen Sachen verkauft? Schießkunst. Wirken 15% höheren Schaden. Habe ich sowas vielleicht in der Hand? Oder an den Armen? Wieso habe ich Lederarmschienen? Wieso habe ich... Einhändige Angriffe erhöhen 12% höheren Schaden. Gut, ich brauche unbedingt diese scheiß Schießkunst da. Gib mir deine. Adrienne Avenicki fertigt die besten Waffen und Rüstungen. Gib mir diese Schießkunstteile da. Nein. Ob. Steckt das Ziel für 15 Schadenspunkte im Brandbrenner erzielen. Zusätzlichen Schaden. Nee, brauche ich auch nicht. Boah, das wäre auch noch mal ein geiles Ding. Gut, kann ich dennoch dem noch irgendwas verkaufen? Mondsteinerz. Ne. Schade, also gut. Ich habe wieder Geld bei dem gelassen. Und zwar ohne Ende. Nur wir sind hier so ein scheiß Zauber. Naja. Muss auch mal sein. Laufen kann ich auch mal besser, ne? Denn nur durch eure Gunst und Güte können wir zu wahrer Erleuchtung finden. Wir sind nichts als Maden, die sich im Schmutz unserer eigenen Verderbtheit winden. Wohingegen ihr aus dem cool. Dreck der Sterblichkeit emporgestiegen seid. Und also ich weiß noch, dass ich mal einen Screenshot gemacht habe. Und zwar genau von... hier, und da sah das Wasser etwas anders aus. Das ist wahrscheinlich, weil ich hier Water eingestellt habe, so Mod-Dingsbumster. Wer weiß.
Aber ich würde sagen, bevor wir das jetzt machen, was wir jetzt machen wollen, beenden wir die Folge. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Haut rein.